Tag zusammen. Glück auf, liebe Wuris, Pottis, Pöppler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Jetzt habe ich sie alle. Herzlich willkommen in Pottananders Pottküche. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein Kochblock, das kann ich nicht, ich kann nur perfekt essen, kochen, ja, dann seht ihr selbst. Pottananders macht den ultimativen Pottcheck und zwar Trekkingnahrung im Test. Wie lecker ist die Outdoor-Küche? Dazu habe ich mir ein Ultra-Lightweight-Travel-Lunch-Paket gegönnt, selbst gekauft und nicht geschenkt oder gesponsert. Das ist also hier keine Werbung, sondern ich möchte für mich den Test machen, wie das Zeug schmeckt, wenn ich auf meinen Touren unterwegs bin. Da möchte man ja auch mal gerne was Warmes essen und nicht immer nur ein Bütterchen. Und so gibt es ja jede Menge schmackhafter Sachen, die auch in den Rucksack passen und nur wenige Gramm wiegen. In diesem Fall habe ich hier, ich halte es einfach mal in die Cam, ein kleines Travel-Lunch-Paket. Lightweight Food steht da drauf, Chili con Carne, das ist auf jeden Fall schon mal meine Geschmacksrichtung und wiegt nur magere 125 Grämmchen. Eine große Anleitung gibt es nicht, das braucht es auch nicht. Und zwar 1, 2, 3, 4 Bilderchen aufreißen, 400 Milliliter kochendes heißes Wasser drauf, in die Tüte rein, hier ins Säcklein, umrühren, zumachen, ziehen lassen, 4 Minuten. 5 bis 10 Minuten. Nee, das war Schritt 4. Siehst du, ich kann nicht kochen, klappt nicht. Also, und dann soll das schmecken. Ich bin gespannt, seid ihr auch gespannt? Auf jeden Fall bleibt dann dran, demnächst mehr hier bei Pottananders Pottküche. Chili con Carne, Travel Lunch im Test, Trekkingnahrung. Wie gut schmeckt die Outdoor-Küche? Warme Wanderwegzehrung mit Kidneybohnen. Naja, jede Menge Inhaltsstoffe, die lesen sich jetzt auch nicht so pralle. Palmfett, Tomatenpulver, Röstzwiebeln, Zwiebeln, Rindfleisch, boah, jede Menge Hefeextrakt. Noch mehr Zwiebeln, Gewürze, Chiliextrakte, Aroma, Allergene für die geplagten und behafteten Menschen wie mich, Gluten und Soja, Zubereitung, ja, wie schon gesagt, das sieht nach jeder Menge Chemie aus. Mal gucken, ob mein Verdauungstrakt das ab kann. Ich bin gespannt, demnächst mehr. Bleibt dran, seid gespannt, euer Schrömi von Pottananders. Macht's gut, ciao.